Die Eurotech GmbH tritt jetzt mit einem neuen Fenstermanipulator, dem Lithocran 700, in den Markt. Lithocran 700 in Deutschland. Eurotech Kurt Nielsen kontaktierte uns wegen einer Idee, die er für eine Maschine hat, die Fenster einbauen kann. Der Prototyp von Lithocran wurde von Eurotech in Deutschland zusammen mit einem Maschinenbauer, Grams Lossmühle, und dem Komponentenlieferanten Danitec in Hadersleben entwickelt. Es dreht sich um eine Maschine, die sehr komplizierte Verläufe meistern muss. Und da haben wir die Kompetenzen in Hydraulik, Mechanik und Elektronik. Also haben wir uns in dieser Projektgruppe mit Eurotech, Grams Lossmühle und Danitec zusammengesetzt, um zu definieren, was die Maschine können soll und wie wir es machen werden. Wir haben Expertise in vielen Bereichen und helfen gerne schon in der Ideenphase, eine Lösung zu entwickeln. Der neue Lithocran wurde von Grund auf neu entwickelt und Danitec wurde als Partner ausgewählt, weil sie die zugrunde liegenden Technologien sehr gut kennen. Womit wir arbeiten, ist eigentlich sehr breit gefächert. Basierend auf den Vorgaben können wir die Pumpstation entwerfen und liefern, wir können das Kraftstoffsystem herstellen, wir können die Zylinder entwerfen, wir haben also alle Komponenten von Grund auf. In ähnlicher Weise haben wir das Akkupaket mit einem Zulieferer entwickelt. Typischerweise verwenden Sie die Maschine, wenn Sie größere Fensterabschnitte einbauen oder eine ganze Giebelseite montieren. Während des gesamten Prozesses haben wir eng zusammengearbeitet. Wir hatten eine wunderbare Zusammenarbeit mit einem Kunden in Deutschland, der starke Kompetenzen in seinem Gebiet hat und seine Bedürfnisse kennt. Die Entwicklungszeit zwischen den drei Parteien war intensiv. Nach nur 6 Monaten Arbeit war ein Prototyp fertig. Von der Idee bis zu dem Punkt, an dem er tut, was er soll, haben wir 6 bis 8 Monate gebraucht. Das ist ziemlich gut. Und dann haben wir Grams Lossmühle, die eine wirklich schöne Maschine gebaut hat, die Eurotech als Prototyp bekommt und in der ersten Version freigibt. Bei Prototypen gibt es immer Probleme, aber hier haben wir auf Anhieb ins Schwarze getroffen. Danitec teilt die Ansicht von Eurotech, dass der neue Lithocran die Erwartungen und mehr erfüllt. Die Lösung, wie ich es mit der Maschine sehe, ist, dass sie eine sehr komplette Maschine ist. Sie hat ein wirklich schönes Design und kann die benötigten Funktionen ausführen. Eigentlich mehr, als ich von Anfang an gesehen hatte. Sie kann manipulieren und Platten an den Decken anbringen und im Prinzip einen Bodenbelag verlegen. Interessant. Das war nicht, was ich gesehen habe, aber sie ist sehr flexibel, sehr funktionell, die Maschine.